Ja, hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück. Arbeitsbrett, Kanal Antike, Angelrollen. Heute ein kurzes Video, was ich einstelle, spontan. Zwischen meinen regulären Wartungsvideos, und zwar auf Zuschaueranfrage. Also es geht um eine Zuschauerrolle, die jetzt aber nicht vor mir liegt, sondern es geht um das gleiche Modell. Peter hat mich angeschrieben, er hat hier diese Rolle, eine meiner Lieblingsrollen, eine Diver 7000C. Große, schwere Ganzmetallrolle, 70er Jahre, 80er Jahre, 185 Meter Schnurfassung, 0,50er Schnur, also ein perfektes Arbeitstier für Norwegen oder für die Wallerangelei. Wenn man, Achtung, ich kurbel mal kurz, wenn man diese tierisch laute Rücklaufsperre ignorieren oder ausblenden kann. Also die Rolle, das ist wirklich mit die lauteste Rücklaufsperre, die ich kenne. Und genau darum geht es heute, um die Reparatur, beziehungsweise besser die Justierung oder Einstellung der Rücklaufsperre. Ich habe die Rolle zweimal praktischerweise und hier habe ich sie schon demontiert. Also Peter hat mir geschrieben, diese Rolle von ihm kam mal irgendwann zurück vom Einsatz und war festgefressen. Sie drehte sich nicht mehr, irgendwas ist passiert. Wahrscheinlich war es hier der Rücklaufsperremechanismus, der sich verkantet hat. Und Peter hat die Rolle dann auseinandergebaut, hat sie wohl gewartet. Sie läuft wieder, aber er hat mich gefragt, wie justiert man hier die Feder für die Klinke, für die Rücklaufsperre. Diese Diver-Rollen, die haben also ein ganz hervorragendes System, wie ich finde. Ich weiß nicht, wann das aufkam, ob diese Diver Silver Series, ob das die ersten Rollen waren, die sowas hatten. Sie hat hier unten unterm Rotor so ein Zahnrad, was wir da sehen. Das ist also mit drei Schrauben im Rotor drin. Hier vorne sieht man es, drei Schrauben. Und dieses Zahnrad greift hier eben in diese Klinke ein. Das ist die Klinke für die Rücklaufsperre, der Anti-Reverse Dog. Vorteil von dem System ist, die Rücklaufsperre, die Klinke, wirkt direkt auf den Rotor. Also das ist eine Rolle, wo die Rücklaufsperre nicht, wie bei vielen anderen älteren Rollen, also bevor die Walzenlager aufkamen mit der unendlichen Rücklaufsperre, wo die Rücklaufsperre also nicht irgendwie über das Getriebe auf das Hauptrad wirkt, sondern das Getriebe bekommt im Drill oder beim Schnureinholen praktisch keine Belastung ab oder keinen Druck oder wie immer man das ausdrücken will, sondern hier die Rücklaufsperre fast direkt in den Rotor. Eigentlich super. Der einzige Nachteil von dem System ist, ich habe es eben gezeigt oder ihr habt es gehört, es ist tierisch laut. Okay, also die Rolle kam zurück, sie funktionierte nicht richtig, Peter hat sie auseinandergebaut, jetzt läuft sie wieder und er hat ein Problem hier mit dieser kleinen Feder, die man da sieht, hier. Also wir haben hier zwei Federn, die da, diese kleine Feder, die steckt hier in einem Loch und dann hier drin in einem Loch, die sorgt nur für die Spannung, wenn ich die Rücklaufsperre ein- und ausschalte. Das macht diese kleine Feder, mehr nicht, ja. Und hier ist noch eine zweite Feder und die sorgt für Spannung auf dieser Klinke. Wenn ich das so mache, sie ist beweglich und die Feder drückt dann hier diesen Haken eben auf das Zahnrad. Okay, und wie wird die richtig justiert? Das zeige ich euch jetzt mal. Ist keine große Sache, man muss nur wissen, wie es geht und das ist ein bisschen frickelig. Jetzt baue ich das hier mal auseinander. Und das ist ein Arbeitsschritt, den ich mir meistens erspare bei meinen Rollenwartungen. Die meisten Zuschauer kennen das, weil, ja, Stichwort kleine Federn, das ist immer eine gefährliche Sache. Sie springen weg, sie fliegen weg, man kann sie leicht verlieren oder eben die Justierung ist dann irgendwie schwierig. Hier ist eine Schraube, die habe ich jetzt mal gelöst. Ich halte das hier mit meinen Fingern fest. Ich baue das jetzt mal auseinander. Das ist also die Schraube, die die Klinke im Gehäuse hält. Und jetzt nehme ich das hier mal vorsichtig ab. Und da kommen mir jetzt drei Teile entgegen. Das erste ist eben die Klinke. Dann sitzt da eine kleine Beilagsscheibe und hier ist diese Feder. So, jetzt versuche ich das mal so zu montieren, wie das bei Peter gerade aussieht. Er hat mir da ein Bild geschickt. Jetzt versuche ich das mal zu montieren, wie es der Peter mir geschickt hat. Also bei Peter, die Beilagsscheibe tue ich jetzt mal nicht rein. Also so,
das reicht jetzt erstmal. So. Peter hat mir das geschickt und da sieht es ungefähr so aus. Also hier dieser Haken hier von der Feder, der ist hier. Moment. Wie war das Bild? Ja, so. Also so sieht das aktuell bei Peters Rolle aus. Dieser Haken sitzt hier. Hier ist das lange Ende dieser Feder. Und es ist folgendes. Dieser Haken hier gehört da an die Stelle. Der gehört da oben hin. Ja? Das muss man dann also umbauen. Und wie geht das? Ich baue das jetzt hier nochmal auseinander. Und das ist jetzt wieder so ein Video mit so kleinteiligen Arbeitsschritten, wo ich nicht genau weiß, was ihr da eigentlich seht auf dem Video. Also hier haben wir die Klinke. Darunter sitzt hier diese Beilagsscheibe. Und jetzt wird die Feder so da drauf gesetzt. Jetzt stecke ich hier noch die Schraube durch. Also so muss das Ganze korrekt sitzen. Sieht man's. Jetzt habe ich diese Teile hier wieder zusammengebaut. Also die Schraube, die Klinke, dann kommt die Beilagsscheibe, die wir jetzt nicht sehen hier, da, die ist hinten. Und hier dieser Haken geht also hier über das dicke, stärkere Ende dieser Klinke und drückt die dann eben nach unten. Und hier dieses lange Stück, dieses gerade, lange, dünne Stück der Feder, das drückt dann hier hinten, jetzt fällt mir die Schraube wieder runter, das sitzt dann hier in der Rolle und drückt gegen dieses Podest, gegen diesen Vorsprung. So, und jetzt wird es spannend. Jetzt muss ich nämlich gucken, wie ich das jetzt hier vor laufender Kamera wieder eingebaut bekomme. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Also, nochmal, die Feder ist so richtig justiert. Hier ist sie. So muss sie dann da sitzen. Gucken wir mal, wie wir das eingebaut bekommen, ohne dass mir hier wieder alles verrutscht oder auseinanderfällt. Jetzt ist es schon passiert. Jetzt drehe ich hier die Schraube ein wenig rein, nur dass sie fasst. Und jetzt muss ich hier diesen Haken wieder so dahin buxieren. Dann drehe ich die Schraube hier fest. Und das lange Ende, seht ihr, steht noch hervor. Diese Schraube hier, da muss man ein bisschen spielen, die hat das Gewinde nicht durchgängig, sondern sie hat oben einen glatten, zylinderförmigen Teil und den muss man genau zentrieren, also aufpassen, dass man hier, wenn man das so festschraubt, dass man das Loch in der Klinke, in der Rücklaufsperrenklinke genau trifft, dass sich da nichts verkantet. So, drehen wir das hier wieder fest. Und jetzt sehen wir das, also hier ist der Haken. Und da steht dieses lange Ende jetzt irgendwo ins Nirvana. Und jetzt nehme ich das einfach und drücke das hier rein. Dass es hier läuft. Ich mache es nochmal, also ich hebe es nochmal raus, vorsichtig. Da ist der Haken, drückt auf die Klinke von oben in Richtung Achse. Und hier oben dieses Federende steht jetzt frei heraus. Das nehme ich einfach und tue es hier da rein, in diesen Spalt, da zwischen diesen beiden Metall-Hervorstülpungen auf dem Rollenkorpus ist ein kleiner Schlitz, da kommt die einfach rein, die liegt dann da einfach drin. Und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Also die Rücklaufsperre kann man, so ist sie ausgeschaltet, so ist sie eingeschaltet. Und wenn man jetzt hier mit dem Stichling dagegen drückt, ja, dann sieht man, es bewegt sich nach außen. Also wenn der Rotor sich dreht, dann geht es klack, 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 so. Dann wird dieses Geräusch erzeugt, auch dieses laute Klickgeräusch. Und diese Klinke wird auch wieder zurückgedrückt. So einfach geht es. Das ist alles. Also keine große Sache. Man muss halt nur sich überlegen oder man muss wissen, wie es geht. Dann kriegt man das hin. Und solange diese Feder eben nicht verbogen oder beschädigt ist, passt sie da auch genau rein. Dürfte kein Problem sein. Jetzt habe ich hier die Schraube nochmal festgezogen. Man könnte sie
Peter hat gesagt, er hat diese Schraube auch sehr festgezogen und dann hat hier diese Klinke sich nicht mehr bewegt. Kann sein, vielleicht ist die Beilagsscheibe, die da drunter war, vielleicht fehlt die. Oder es hat sich, was ich eben gesagt habe, etwas verkantet. Also diese Schraube hier, dieser Schraubenkopf muss genau hier in diese Klinke fassen, dass die frei beweglich ist. Und auch wenn man die Schraube ziemlich festdreht oder festdreht, müsste hier diese Klinke sich ganz leicht bewegen. So, was ich jetzt noch mache, hier oben ein Tropfen Öl drauf. Jetzt mache ich nur zwei Tropfen Öl. Ich sage nämlich immer zwei Tropfen Öl und dann sind es vier oder fünf. Da hat mich letztens ein Zuschauer darauf aufmerksam gemacht. Und das reicht eigentlich für die Pflege von dieser Rücklaufsperre. Also, Peter, ich wünsche viel Erfolg, wenn du es heute Abend oder im Verlauf des Nachmittags selber machst. Es ist kein großes Ding. Man muss halt vielleicht ein bisschen herumspielen, bis die richtig sitzt. Aber im Grunde ist es ganz leicht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.